Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden vom Modellbahnshop Lippe. Heute machen wir wieder richtig Dampf, denn es gibt ein neues Modell von Rocco, was ich euch gerne vorstellen möchte, und zwar die Baureihe 011, also im Prinzip eine 0110. Aber bevor wir auf das Modell eingehen, das auspacken und das genauer anschauen, gibt es wie immer was zum Vorbild. Die Dampflokomotiven der Baureihe 01.10 waren Teil des Einheitsdampflokomotivprogramms der Deutschen Reichsbahn und eine Weiterentwicklung der Baureihe 01. Sie wurden benötigt, um schnellfahrende D- und FD-Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km pro Stunde zu ziehen. Die Baureihe 01.10 hatte laufruhigere Dreizylindertriebwerke, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Die Stromlinienverkleidung nach dem Muster der Baureihe 05 verringerte den Luftwiderstand. 1949 bis 1951 wurden die Stromlinienverkleidungen bei der Hauptuntersuchung entfernt. Kurze Zeit später erhielten diese Lokomotiven einen Neubaukessel mit Mischvorwärmeanlagen der Bauart Heinl. Bei der EDV-Umstellung 1968 bekamen die kohlegefeuerten Lokomotiven die Bezeichnung 011 und die ölgefeuerten 012. Bis zur Elektrifizierung waren die Maschinen auf allen wichtigen Hauptstrecken anzutreffen. Dann wurden sie ersetzt durch zum Beispiel die E10. Die Baureihe 011 wird in einer klassischen Rocco-Verpackung geliefert. Es ist noch die, mit Anführungsstrichen, noch die alte Verpackung. Es wird hier geliefert mit einem Plastikblister und mit Folie kann man das Modell entnehmen. Es sind natürlich auch noch diverse Zusatzteile dabei, wie zum Beispiel diese Ätzschilder, die man noch anbringen kann. Und natürlich diverse Luftschläuche. Wir haben Rocco-Kurzkupplung hierbei, Originalkupplung, Lokführer, die man anbringen kann. Und die Kolbenschutzrohre kann man natürlich auch noch anstecken, wenn man jetzt größere Radien zur Verfügung hat. Ich nehme das Ganze jetzt einmal raus. Bei der Baureihe 011 handelt es sich um ein Modell der Epoche 4. Das erkennt man natürlich nicht nur an der Computernummer, sondern auch an der letzten Hauptuntersuchung. Die war am 19.04.1967. Das kann man vorne glasklar ablesen, wenn man noch die Augen dafür hat. Ansonsten kann man natürlich auch gerne eine Lupe verwenden. Außerdem gehört die Lok zur Bahndirektion Münster und war im BW Rheine beheimatet. Dieses Modell ist kohlegefeuert, wie auch die Baureihe schon sagt, 011. Es gab das letzte Rocco-Modell, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren. Es war eine 012, das war im Prinzip das gleiche in Öl gefeuert. Und wer es lieber Kohle gefeuert mag, der kann jetzt als Schnellzuglokomotive im Dreizylinderbereich die Baureihe 011 von Rocco nehmen. Was sofort natürlich auffällt, sind hier die weißen Ringe an den Radreifen. Das macht das Ganze etwas edler. Genauso haben wir weiße Pufferringe. Finde ich auch mal sehr schick bei Dampfloks, gerade bei den Pazifik-Dampfloks, also Baureihe 01, 03 oder wie hier 0110. Sieht immer klasse aus. Das Gestänge ist aus komplett Metall, ist also sehr robust. Die Lokomotive ist vorne schon relativ weit zugerüstet. Wir haben schon einen Bremsschlauch, eine Zugheizung dran und eine Originalkupplung. Hinten ist noch nichts dran, wer das möchte, kann es natürlich noch zugerüsten. Hier ist es noch angedeutet, damit man hinten entsprechend Wagen hinterhängen kann. Ansonsten würden wahrscheinlich die ganzen Schläuche im Weg sein. Wir haben ein Modell, welches sechsfach angetrieben ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht das? Hier hat er nur 3 Treibachsen, aber viele, viele Rocco-Kunden werden es bereits wissen. Auch hier haben wir wieder eine Kardanwelle verbaut. Ich hoffe, man kann es jetzt ganz gut erkennen. Die Kardanwelle bringt die Kraft von dem Motor im Tender rüber zu den Antriebsachsen vorne. Das heißt, wir haben hier 3 angetriebene Achsen, und zwar sind es die letzten 3 am Tender, und wir haben 3 Achsen vorne angetrieben. Ich sage immer, das ist der klassische Allradantrieb bei Rocco. Außerdem hat die Lokomotive Haftreifen, und zwar an allen Achsen des Tenders, und das hat einen großen Vorteil. Jeder wird es kennen, irgendwann sind die Haftreifen mal runter oder man verliert mal einen, und dann muss man bei einem Dampflok immer das ganze Gestänge auseinanderbauen. Super, super zeitaufwendig. Man muss es wieder richtig zusammenbauen. Das kostet viel Zeit. Und bei Rocco ist es so, man braucht einfach nur ein Blech abnehmen hinten am Tender, kann die Achse rausnehmen, den Haftreifen wieder draufstecken und das ganze Modell weiterfahren lassen. Also richtig, richtig praktisch und einfach. Und zudem hat sie noch richtig, richtig Zugkraft, die sie mit ihren 499 Gramm, also fast ein halbes Kilo,
wunderbar auf die Strecke bringen kann. Das Modell hat eine 8-Pol-Schnittstelle im Tender und jetzt in unserer Version, ich habe jetzt die Gleichstrom-Digital-Version, es gibt das natürlich auch in Wechselstrom-Digital oder in Analog, wer möchte. Hier ist jetzt in der Digital-Version ein CMO-Decoder verbaut mit ziemlich umfangreichen Soundfunktionen. So will man das ja auch haben bei Dampflokomotiven. Und wir sind auch hier wieder extra nach Brakel gefahren und haben für euch das Modell auf der schönen, schönen Anlage im Weserbergland einmal laufen lassen. Das war die Baureihe 011. Nochmal vielen Dank an Karl und Norbert, dass wir unsere Modelle immer bei euch testen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der neuen Baureihe 011 von Rocco und viel Spaß mit dem schönsten Hobby der Welt, der Modelleisenbahn.